bei dir. Ich bin Jessica Jeckel, Musikerin aus Berlin und habe vor einigen Jahren ein in Vergessenheit geratenes Instrument entdeckt, die Waldzither. Die Waldzither war Anfang des 20. Jahrhunderts sehr populär in Deutschland. Sie wurde in der Wandervogelbewegung gespielt, aber es gab sogar Waldzither-Damenclubs in Hamburg, die alle ganz begeistert von dem Instrument waren. Und ich habe auch eine große Liebe für die Waldzither entwickelt. Und sie hat mich dazu inspiriert, alte Lieder zu spielen, unter anderem Volkslieder aus Deutschland, aber auch Lieder aus anderen Ländern. Ich singe zum Beispiel Lieder aus Mazedonien, Apulien, Island und so weiter. Und habe auch neue Stücke im Repertoire, auch eigene Lieder, die ich schreibe. Meine drei Waldzithern und ich haben in einigen Dorfkirchen gespielt. Das war sehr schön. Die Akustik ist dort wundervoll und das Repertoire, was ich habe, passt sehr gut in kleine Dorfkirchen. Und wir wünschen uns noch mehr, dort zu spielen. Ich erzähle viele kleine Geschichten zu den Liedern und auch zur Waldzither. Im Jahre 1919 schrieb das Hamburger Tageblatt, man sollte die Waldzither-Epidemie beenden und alle Instrumente auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Ich habe mich allerdings dazu entschlossen, 100 Jahre später genau das Gegenteil zu tun, nämlich die Waldzither wieder zu feiern. Diesen Klang, umso mehr bleibt so sehr.